Der Papst vereint den Libanon, schreibt die libanesische arabischsprachige Zeitschrift Al-Nahar. Papst Benedikt war im September dieses Jahres im Libanon. Ihm gelang es, gedrängte, zum Teil verfeindete Gruppierungen zu versammeln. Keine Diplomatie dieser Welt hätte das geschafft, berichtet die Zeitschrift L'Orient Le Jour. Mich fasziniert die geistige Fähigkeit, die in diesen Menschen steckt. Einige werden sagen, was will denn der Papst? Er soll zu Hause bleiben. Die Visitationen kosten viel zu viel und am Ende schaut gar nichts heraus. Ich meine, das Geld ist gut investiert in diese Papstvisitationen. Und ich bin überzeugt, dass der Papst dort sehr viel Hoffnung hingebracht hat, in diese Region, weil er die Menschen ermutigt hat zum Frieden. Damit vertreibt er ein Stück weit auch den Hass und das Böse. Die Worte, die er spricht, sind Weisheit. Sie sind für mich weise Worte. Und ich denke dabei auch an Franziskus von Assisi. Der hat einmal gesagt, die heilige Weisheit, die bringt den Satan und all seine Bosheiten zu Fall.